Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen kleinen Weekly Vlog für euch. Oh, ich komme mal in Stolpern bei diesem Wort. Wir fangen an, heute ist Montag, wir fangen an mit etwas zum Auspacken. Die liebe Stefanie hat mir was zugeschickt. Wahrscheinlich kennt ihr es schon. Ich habe es bestimmt in den ein oder anderen Podcast schon gezeigt, aber ich wollte es eigentlich mit euch zusammen auspacken. Hier ist das Paket. Ja, und da ist es. Es ist ein Wollaboller. Und der ist mega schön. Schaut mal. Ja, also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig drüber. Ich zeige euch auch ganz kurz gleich, wie das funktioniert. Die habt ihr. Und da geht die Spitze rein. Und dann setzt ihr das so drauf und dann könnt ihr das so abwickeln. Richtig cool. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich riesig. Ich weiß, ihr habt auch ganz viele Tipps geschrieben, dass ich das ja wickeln kann, das Knäuel. Das sitzt ja hier noch wickler. Ich hätte das Knäuel wickeln können. Aber das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit. Steffi und ich, wir haben getauscht. Sie hat dafür eine Bobble bekommen. Und sie hat mir natürlich noch ganz viel Tee und Süßkram. Aber das will ich jetzt nicht auspacken und mit dem reingepackt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich riesig. Ich mache mir jetzt auch gleich einen Tee. Und wir schalten einmal weiter. Ihr könnt mir wieder fleißig beim Häkeln zusehen. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Videoausschnitt wieder. Bis gleich. Wir haben den 12. September. Ich begrüße euch zu einem nächsten Teil von meinem kleinen Vlog. Ich habe ein bisschen, ihr seht, ich bin auf Arbeit, das heißt, ich habe ein bisschen Arbeit dabei. Und ja, keine Ahnung, ich habe den süßen Wollwickler von der lieben Steffi dabei. Ich habe tatsächlich dran weitergemacht. Tada! Ich habe mein erstes Patch fertig für die Patchwork-Kerke von der lieben Xenia, von Sonjas Tochter. Genau. Aus dem Garn von dem Paketchen, was mir die liebe Sonja zugeschickt hat. Ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Ja, so sieht es aus. Und ich gucke schon wieder nicht in die Kamera. Verzeiht mir das. Am besten ich halte mir das davor, denn seht ihr das nicht. Ja. Und ich habe noch ein zweites Patch schon heute Morgen begonnen. Das ist jetzt soweit. Und wie ihr seht, ich komme viel, viel besser voran, weil das mit dem Wickler echt super ist. So, jetzt habe ich eine kleine Pause. Pause heißt aber bei mir nicht, ich mache Pause. Ich drehe an meinem Karl gleich weiter. Und zwar dem da, guckt mal, der ist kein Stück gewachsen. Das ist immer noch der Hexenhut. Ja, ich denke mal, morgen werdet ihr einen kleinen Fortschritt sehen, wenn nicht im nächsten Videosegment quasi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Teil
toll und unserem Regelkahn im Halloween. Hallöchen, ich grüße euch. Herzlich willkommen zurück. Ich habe wieder mit auf Arbeit ein Projekt, was ihr noch nicht kennt. Oder ihr kennt es schon, wenn ihr das Video seht, ich weiß es nicht. Eine Hexagon-Pullover in Kuschelform. Das ist das Garn, was die liebe Victoria mir geschickt hat, wo ich gesagt habe, da könnten wir ja was Kuscheliges draus machen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass es ein Pulloverchen wird. Irgendwie hatte ich da auch so einen Plan. Aber ich habe vergessen, wie er war. Da musste ich nochmal gucken. Also das hier ist das erste Teil von meinem Pulloverchen. Ich habe abgemessen von der Schulter an bis nach unten, wie ich es gerne hätte, weil ich hätte gerne einen Crop-Pulli mit dem Kuschelgarn. Ja. Und so sieht das jetzt aus. Falls ihr nochmal das Garn kurz sehen wollt, ich habe hier noch das Schwarz von den Himalaya. Ja, weiß ich nicht, ob ich das Schwarz mit reinmachen muss. Jetzt habe ich erstmal dieses Pink, was noch mit reinkommt. Das wird die zweite Hexagon und dann habe ich ja von den Grauen noch was. Und für das Schwarz mache ich vielleicht eventuell da unten dran, dass es noch mal ein bisschen länger wird oder nicht. Ich schau mal. Genau. Jo, Video mache ich dazu auch fertig. Ich häkle das Ganze mit einer 5 mm Nadel. Da so. Und jo, gucken wir mal. Genau, das ist das, was ich heute mit dabei habe. Und ja, ansonsten lasse ich euch vielleicht eventuell noch ein bisschen zugucken. Mal gucken, was ich heute so treibe. Da bin ich wieder. Heute haben wir Donnerstag. Ja, wir gucken mal, was ich mit habe auf Arbeit. Ich weiß es nicht. Ich weiß es schon. Ich habe mit dabei mein Strickeltop, also T-Shirt, ein Tee, ein Strickeltee. Der Raglan ist gehäkelt. Alles in Spiralrunden gehäkelt. Es gibt keine Übergänge. Die Seiten sehen alle gleich aus. Und der Körper ist gestrickt. Jawohl. Hier unten habe ich einfach ein paar linke Reihen gestrickt, damit sich das nicht einrollt. Es rollt sich natürlich nach innen ein bisschen, weil so sieht es innen aus. Aber das ist nicht so schlimm. Ich finde es trotzdem cool. Es ist wieder cool geworden. Es ist ein T-Shirt, es gibt diese Strickel-T-Shirt-Anleitung schon auf meinem Kanal. Da könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr möchtet. Ja, das ist quasi so ein bisschen nachgemacht. Ja. Habe jetzt das ganze Wochenende dran gearbeitet und es ist wieder perfekt übers Kleid getragen. Ja, ich finde es jetzt richtig schick. Jo, das Garn natürlich. Das Garn ist von Hobby ein Restegarn gewesen. So aus. Ja, das hatte ich heute mit dabei, das hatte ich gebadet. Baden tut man meistens wegen den Gestrickten, dass das schön ein schönes Maschenbild ergibt. Genau, und ein bisschen ruhiger wird und so. Genau, fürs Gehäkelte brauche ich normalerweise nicht waschen, das ja, eigentlich nicht. Dann habe ich jetzt alle Fäden vernäht, das habe ich jetzt hier kurz auf Arbeit gemacht. Damit ist das Projekt jetzt fertig und ich habe nicht mal eine Woche dran gearbeitet. Sehr schön, da freue ich mich. Hatte auch eine Menge Häkelzeit dafür und Strickzeit. So, was habe ich mit dabei? Mein Täschchen. Ich habe nämlich jetzt, drehe ich daran weiter an meinen Kahn. Meine Katze hat jetzt auch langsam, also sie bekommt gerade ein Gesicht. Wo ist der Faden und wo hängt es? Ja, also sie bekommt jetzt da auch ein Gesicht, Katzenohren, also da ist der Hexenhut, ne? Ich denke mal, das erkennt man ganz gut.
Katzenohren und da beginnen jetzt die Augen da unten. Ja, ich bin schon im roten Teil. Es geht dann von rot nachher ins Schwarz. Und da die Katze ja noch einen Körper kriegt, wird es schon langsam wieder bei mir ziemlich eng, weil ich einfach mal viel zu locker häkle. Ja, von Weste her reicht es mir eigentlich so auch schon völlig aus. Wie gesagt, die Katze sieht man normalerweise nur im gespannten Teil. Aber mir ist so aufgefallen, aber relativ spät, man hätte hier auch noch eine zweite Katze mit hinsetzen können. Hier quasi neben der Katze, die hier, hätte man hier auch noch mal eine beginnen können. Genau, daran arbeite ich jetzt weiter. Ich denke mal, ich stelle die Kamera wieder auf und ihr könnt ein bisschen zugucken, wie ich das mache. Jo, alles mitnehmen, Mikrofon, Garn, Nadel und Papierkram und dann geht's los. Ich positioniere euch mal kurz um. Ich wollte mich noch mal kurz zurückmelden. Heute haben wir Sonntag. Ich trage mein Strickel-Häkeltop. So sieht das aus. Ich versuche mich mal zu drehen. Jawohl. So, ja. Ansonsten habe ich Sonntag noch nicht geschafft, irgendwas zu handarbeiten. Sonst hätte ich euch das gerne gezeigt. Aber ich habe ein paar neue Bobbeln, die ich euch ganz kurz mal in die Kamera halte. Das ist Bobbel Nummer 1. Das ist der Sonntagnachmittag. Das passt. hier habe ich es nicht drauf geschrieben, aber das weiß ich. Das ist der Kirschbonbon. Die Kirschbonbon, das Kirschbonbon, das Kirschbonbon. Und hier haben wir die lila Stimmung. Das sind jeweils nur 500 Meter Verläufe. Davon wollte ich mal ein paar mehr wieder für den Shop machen. Und das hier ist einfach nur Lavendel. Jawohl. Also das hier, jeweils die drei, sind 500 Meter, also einer davon. Und das wäre zum Beispiel auch ein gutes Mix für das Tuch von der lieben Anja von Strick und Fit. Und der hier hatte 1000 Meter und ist vierfach. Jawohl, mehr wollte ich auch gar nicht. Nur mal ganz kurz mich noch mal melden für den Sonntag. Ja, bis später. Hear me out, hear me out.
Hallo, noch ein kleiner Vlog-Ausschnitt. Heute ist Montag und das ist jetzt der letzte Teil, dann ist mein Weekly-Vlog fertig. So, ich bin ein bisschen heute verwirrt gewesen, wie schon die letzten 3-4 Wochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die Hälfte vergessen, was ich eigentlich mitnehmen wollte. Und ich habe heute früh alles gesucht, was ich mitnehmen wollte. Ich weiß auch nicht, ey. Naja gut, ich habe dieses Knäuelchen mit dabei. Das würde ich gerne heute dann eventuell anreißen, weil ich habe ja schließlich das vergessen, was ich eigentlich mitnehmen wollte. So, das zeige ich euch gleich. Nochmal ganz kurz, also das hier mache ich jetzt auf jeden Fall heute nochmal weiter. Das ist unsere Tuchweste. Und die anderen haben mich schon auf eine Idee gebracht, ihr könntet eventuell, wenn ihr nur ein Tuch macht, zum Beispiel auch das Tuch aus dem Shop nehmen. Das würde ja eventuell auch gehen, dann habt ihr die Katze in der Mitte und kommt viel besser zur Geltung. Ja, da ist jetzt nichts dran passiert. Wie gesagt, das habe ich heute mit dabei, das werde ich heute weitermachen. Und ich habe mir vorsichtshalber nochmal 200 Meter schwarz gewickelt, weil wie gesagt, ich würde gerne das Zielmuster, würde ich schon fertig kriegen und für die Abschlusskarte kann ich ja zur Not dann immer noch Reste nehmen. Ja, so, was habe ich noch dabei? Mein RVO, mein Strickeltop-T-Shirt, es wird ja ein T-Shirt wieder, habe ich mit dabei, auch wieder mit Resten. Ja, eventuell fange ich das jetzt nochmal an, neu zu drehen. Mal gucken. Ja, das habe ich mit dabei. Ich wollte euch nochmal den Spiralrundenübergang zeigen. Also bei mir ist es so, dass ich dann diese Teile zusammennähe und dann ist das auch schick. Wahlweise kann man aber auch die Spiralrunden hier drinnen in diesen Ecken beenden. Also anfangen meine ich damit. Und dann ist die Ecke mal eine ein bisschen größer, aber das ist nicht schlimm, weil das sind ja die Ecken, da achtet keiner drauf. Und man hat ja eh schon Löcher da drinnen. Ja, so viel dazu. Das ist das, was ich heute machen möchte. ja, ich denke mal, ich nehme euch noch mal ganz kurz mit, dass ihr da noch mal ein bisschen mitgucken könnt an meinen Tagesablauf, meinem Verwirrten. Und ich weiß noch nicht ganz genau, was ich aufnehme, aber so ein bisschen irgendwas werde ich schon noch mit aufnehmen. Damit will ich das jetzt beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Weekly Vlog hat euch wieder gefallen und eventuell lasst ihr mir wieder ein Däumchen und einen Kommentar da. Über ein kostenloses Abo würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr das noch nicht bei uns habt. Dann gerne auch ein kostenloses Abo. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns am Sonntag zu einem neuen Strick-Podcast. Schaut gerne vorbei. Ich freue mich und macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.